Erneuerbare Energie ist in den letzten 10, 20 Jahren enorm gewachsen. Energie in sich ist nicht das Problem. Das Problem ist Fossilenergie. Diese ganze Infrastruktur ist auf Fossilenergie eingerichtet und das muss verändert werden. Was wir erfahren haben, ist, dass es viel mehr erneuerbare Energie gibt, als wir je gebrauchen können und zum Preisen, die vergleichbar sind mit denen von Fossilenergie. Wir sind mittendrin in einer Energiewende, eine Entwicklung, die man vor 10 Jahren nicht in diesem Ausmaß für denkbar hielt. Das beste Beispiel sind Elektroautos. Elektroautos überzeugen uns, weil sie Spaß machen zu fahren, weil sie Performance bringen, weil sie schnell beschleunigen können. Und das ist etwas, wo dann hilft, die Umweltprobleme zu lösen, ohne aber einen Wohlstandsverzicht eingehen zu müssen. Ja, das stimmt. Meiner Ansicht nach ist das Wichtigste fürs Klima, dass die elektrisch fahren. Weil Benziners können nicht mit erneuerbarer Energie fahren. Und man macht es sich auch immer sehr einfach, rein die Verantwortung der Politik zuzuschieben. Wir selber sind Bürger, wir stimmen ab, wir sind aber auch Konsumenten. Man kann entscheiden, wo das warme Wasser herkommt für die Dusche am Morgen. Man kann entscheiden, welchen Strom man einkauft. Man hat selber Einfluss, wie viel man Reisen tut pro Jahr. Man hat selber Einfluss, wie viel man Fleisch essen will oder weniger. Und mit dieser Entscheidung können wir maßgeblich dazu beitragen, dem Klimawandel Einhalt zu bieten. Wir importieren mehr als die Hälfte von unseren Emissionen in den Produkten, die wir kaufen, weil sie sind im Ausland mit fossiler Energie hergestellt. In der Schweiz haben wir eine super Möglichkeit, weil wir haben die Möglichkeit, so viel Wasserkraft zu benutzen. Und im Gegensatz zu Solar und Wind ist Wasserkraft sehr flexibel. Man kann entscheiden, ja, wann möchte ich diesen Strom herstellen, wann nicht. Die Schweiz lebt vom Stromhandel. Sie kann die Batterie Europas sein. Sie braucht aber auch den Solar- und Windstrom, den sie gut importieren kann aus Norden oder Süden. Verzicht ist immer schwer, weil wir leben in einer Wohlstandsgesellschaft. Wir sind uns gewohnt, dass der Wohlstand immerhin weiter zunimmt. Und ich denke schon, dass Technologie zum großen Teil die Lösung da ist. So, ich will Klimawandel stoppen. Und um das zu machen, müssen wir innerhalb 30 Jahren, vielleicht 40 Jahren, aufhören, total fossile Energie zu benutzen. Das ist ein enorm schneller Wandel. Es braucht einen sehr schnellen Aufbau von erneuerbaren Energieträgern. Es braucht auch die schnelle Verbreitung von Elektromobilität.